Ich darf Ihnen heute eine besondere Jahresuhr zeigen. Es handelt sich um eine in Prag gefertigte Uhr mit einem außergewöhnlichen Werk, einem skelettierten Werk. Das heißt, man sieht die Werkteile. Die Uhr ist von Ferdinand Schmidt gebaut worden und signiert. Ferdinand Schmidt ist 1777 geboren, hat bei seinem Vater Leopold Schmidt in Prag gelernt und verstarb mit 49 Jahren 1826 in Prag. Seine Frau sollte ihn um 50 Jahre überleben. Typisch für die böhmischen Uhren aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die langen Gangdauern und vor allem die Gehäuse. Die sind zum Unterschied der Wiener Uhren nie aus Mahagoni gefertigt, sondern aus Kirschholz, Nussholz oder wie in unserem Falle aus Eschenholz. Präzisionsuhren mit einem Sekundenpendel müssen eine Gesamtlänge, Gehäuselänge von mindestens 140 cm haben. In unserem Fall sind es 151 cm.